Hi Leute, hier ist wieder Christian und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, bei dem ich euch heute ein, zwei, vielleicht sogar auch drei Besonderheiten zeigen möchte, wobei eine der Besonderheiten natürlich der Gewinn des Gerätes ist, was ich euch heute in meinem ausführlichen Review vorstellen möchte. Und die Rede ist hier natürlich vom Xiaomi Mi Max der ersten Generation, einem Smartphone bzw. Tablet mit einem riesengroßen 6,44 Zoll Display auf der Vorderseite mit Mittelklasse-Hardware in Form eines Snapdragon 652, 3 GB Arbeitsspeicher und satten 32 GB internem Speicher sowie einer 16-Megapixel-Kamera auf der Rückseite, Fingerabdrucksensor und natürlich einem Gehäuse aus Aluminium. Das Ganze wurde mir zur Verfügung gestellt von dem Unternehmen bzw. dem Importeur Banggood. Den Link habe ich euch natürlich mal unten in die Beschreibung gepackt. Von daher erstmal ein herzliches Dankeschön an euch, dass ihr mir dieses Xiaomi Mi Max der ersten Generation zur Verfügung gestellt habt. Auf der anderen Seite fragen sich vielleicht einige, warum mache ich gerade ausgerechnet jetzt einen Testbericht zum Xiaomi Mi Max, wobei doch das zweite Gerät, also das Gerät der zweiten Generation, erst vor wenigen Wochen vorgestellt wurde. Relativ einfach. Der Preis mit 220 bis 240 Euro ist relativ günstig. Man bekommt relativ gute Hardware, vor allem im Mittelklassebereich. Das heißt, Xiaomi ist ja dafür bekannt, gute Hardware zu einem günstigen Preis anzubieten. Und wie ich auch nach einigen Tagen des Testens, vielmehr 2 bis 3 Wochen sind das mittlerweile schon, festgestellt habe, hat das Teil durchaus seine Berechtigung auf dem Markt und ist für 220 Euro, kann man sagen, oder ich kann das schon vorwegnehmen, eine durchaus gute Kaufempfehlung. Das Video wird in diesem Falle, dieser Testbericht wird in diesem Falle etwas anders werden. Das heißt, wie von der Pike auf gelernt, einfach vor laufender Kamera etwas quatschen. Von daher kann es schon mal 20, vielleicht sogar 25 Minuten dauern. Auf der anderen Seite habe ich euch unten aber auch Sprungmarken verlinkt. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, zu den einzelnen Kapiteln zu springen, wobei ihr dann auch feststellen könnt, dass die Zeit relativ schnell rumgeht und ihr auch die Möglichkeit habt, direkt zum Beispiel ins Kamerakapitel zu springen bzw. zu verarbeiten. Und auch diesem ganz kurzen Unboxing, was ich vorweg des Testberichtes gestellt habe. Wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, das Xiaomi Mi Max zu gewinnen. Was ihr dafür tun möchtet, schaut einfach mal unten in den Kommentarbereich bzw. in die Description. Im Grunde genommen müsst ihr einfach nur kommentieren, warum ihr genau dieses Tablet gewinnen möchtet und was ihr vielleicht an diesem Mi Max schätzt. Sei es das Display, sei es vielleicht die Verarbeitung oder sei es auch einfach nur der günstige Preis von gerade einmal 220 Euro. Und damit können wir auch schon direkt starten in den Testbericht des Xiaomi Mi Max. Ich wünsche euch viel Spaß, kommentiert das Video, liked das Video und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns in den nächsten Videos wiedersehen. Jetzt aber zu meinem ausführlichen Testbericht. Und damit starten wir auch schon direkt mit dem Testbericht durch und machen zu Beginn erstmal einen ganz kurzen Rundgang um die Verpackung, wobei ich mir den im Grunde genommen auch sparen kann. Denn wie ihr sehen könnt, sind die meisten Aufdrucke in chinesischen Schriftzeichen versehen, sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite. Das macht aber auch nichts, denn das Gerät ist ja eigentlich auch nur für den asiatischen respektive chinesischen Markt vorgesehen und kann wirklich nur als Import hier nach Deutschland geholt werden. Von daher packen wir das Gerät aus, Deckel ab und zum Vorschein kommt natürlich erstmal das Xiaomi Mi Max, was ich aber auch nochmal ganz kurz zur Seite legen werde, denn wir wollen uns ja den Lieferumfang anschauen. Und hier kommt natürlich auch erstmal wieder etwas Lesestoff zum Vorschein und zwar zum einen eine bebilderte Anleitung, wie ich natürlich SIM-Karte einlege, wo ich den Power-Button bzw. auch die Lautstärke befinde und wir haben hier natürlich auch das sogenannte SIM-Karten- bzw. E-Check-Tool dabei, um die SIM-Karte oder auch die Micro-SD-Karte in den entsprechenden Slot einzulegen. Zeige ich euch aber im Video noch, beziehungsweise ich zeige euch die Stelle, wo das Ganze dann nachher eingelegt wird. Zu guter Letzt haben wir noch zwei Teile, nämlich das sogenannte modulare Netzteil, bestehend aus Netzstecker und natürlich dem Daten- und Ladekabel. Und wie ihr sehen könnt und wie sich das eigentlich für chinesische Geräte gehört, haben wir zum einen hier den Netzstecker mit diesem US-Layout. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, nur mittels eines Adapters diesen Netzstecker zu benutzen. Aber auch das ist relativ einfach. Die entsprechenden Hersteller bzw. Importeure liefern euch die entsprechenden Adapter mit. Von daher könnt ihr auch diesen Netzstecker hier in Deutschland verwenden, Adapter drauf in die Steckdose und das Xiaomi Mi Max wird geladen. Auf der anderen Seite haben wir noch das Daten- und Ladekabel, natürlich auf der einen Seite bestehend aus USB-Anschluss und auf der anderen Seite haben wir noch Micro-USB, also kein USB Typ C,
Was ich etwas schade finde, auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir haben hier ein Gerät vor uns liegen, was 220 Euro kostet. Das ist schon ungefähr 6 bis 8 Monate alt. Von daher auch vollkommen in Ordnung, dass das Xiaomi Mi Max noch über Micro-USB aufgeladen wird. Und damit gehen wir auch schon direkt zum eigentlichen Star des Videos über, nämlich zum Mi Max, und machen am Anfang erstmal einen ganz kurzen Rundgang um das eigentliche Gerät. Ihr seht im oberen Bereich Helligkeitssensor, Annäherungssensor, wir haben eine Benachrichtigungs-LED dabei, Hörmuschel und die Frontkamera. Dann folgt natürlich das riesengroße 6,44 Zoll große Display in Full-HD-Auflösung. Wir haben darunter kapazitive Tasten, nämlich den Multitasking-Button, den Home-Button und den Zurück-Button. Den zeige ich euch nachher noch in meinem Hands-On, wenn wir uns die Oberfläche anschauen. Auf der rechten Seite haben wir den Power-Button und die Lautstärke-Wippe. Und da war ich wirklich sehr überrascht von, denn die haben wirklich sehr schöne, knackige Druckpunkte und sind teilweise besser, als ich sie in deutlich teureren Xiaomi-Geräten gesehen habe. Von daher wirklich eine richtig gute Note hinsichtlich der Buttons. Im oberen Bereich, das heißt im Kopfbereich, haben wir noch ein Mikrofon. Wir haben einen Infrarotblaster und wir haben die 3,5 mm Klinkenbuchse für die Kopfhörer, die leider nicht dabei liegen. Auf der linken Seite, und das habe ich eben schon mal ganz kurz angesprochen, haben wir hier so einen kleinen Punkt, ein kleines Loch für den Micro-SD-Karten- bzw. SIM-Karten-Slot. Und hier habt ihr die Möglichkeit, entweder zwei SIM-Karten einzulegen bzw. eine Micro-SD-Karte und eine SIM-Karte. Das heißt, wir haben hier ein Dual-SIM-Gerät, sodass man hier ohne Probleme zwei SIM-Karten nutzen kann. Unterseite seht ihr linksseitig diese Löcher, diese Bohrungen. Dahinter verbirgt sich das Mikrofon, in der Mitte Micro-USB-Anschluss und auf der rechten Seite noch den Mono-Lautsprecher, den wir uns nachher im Laufe des Videos auch nochmal ganz kurz anhören werden. Die Verarbeitung bzw. die Materialien, die hier beim Mi Max zum Einsatz kommen, sind auf der Vorderseite natürlich Glas. Auf der Rückseite könnt ihr das sehen und auch hören. Hier kommt Aluminium zum Einsatz, im oberen und unteren Bereich allerdings Kunststoff, wo natürlich die Antennen und Empfangsmodule hinter verbaut wurden, damit das Mi Max natürlich eine bessere Sende- und Empfangsleistung hat. Die Qualität, die Verarbeitungsqualität hinsichtlich Verwindungssteife und auch Übergänge, also hier im Bereich dieser Kunststoffflaschen, hätte ich mir etwas besser gewünscht. Das heißt, man merkt hier schon einen deutlichen Übergang, sowohl unten als auch oben. Ansonsten fühlt sich das Metall wirklich sehr wertig an. Wir haben hier im oberen Bereich natürlich noch die Hauptkamera sitzen mit einem Dual-LED-Blitz. Komme ich nachher aber auch nochmal drauf zu sprechen, beziehungsweise werde euch natürlich auch zeigen, was die Kamera so auf dem Kasten hat, vor allem bei Tageslicht als auch bei schlechten Lichtbedingungen. Von daher vollkommen in Ordnung. Von der Ergonomie muss man natürlich ganz klar sagen, 6,44 Zoll, das ist ein riesengroßes Gerät. Und dazu hole ich einfach mal das Galaxy S8 zum Vorschein mit 5,7 Zoll Display. Ihr seht das hier, das sind wirklich Welten. Also während ich das Galaxy S8 teilweise mit einer Hand schon nicht mehr bedienen kann, ist das beim Xiaomi Mi Max eigentlich überhaupt nicht mehr der Fall. Ihr benötigt mindestens zwei Hände bzw. den Einhandmodus, um das Xiaomi Mi Max natürlich richtig bedienen zu können. Auf der anderen Seite habe ich hier auch nochmal das LG G6 und ihr seht auch hier mit 5,7 Zoll wesentlich kleiner als dieses Gerät. Und daher sind auch die Buttons hier auf der rechten Seite, ihr könnt das sehen, kaum erreichbar. Ich kann die mit meinem Daumen nicht wirklich erreichen, sogar noch nicht mal den Power-Button, der etwas tiefer sitzt. Wenn ich das mir in die Handinnenfläche lege, komme ich nicht dran. Erst mit einem Umgreifen ist das möglich, Lautstärke-Wippe und auch Power-Button richtig zu erfassen. Und auch der Fingerabdrucksensor sitzt meiner Meinung nach etwas zu hoch. Ihr könnt das hier relativ gut sehen. Ich komme mit meinem Finger nicht dran. Auch hier muss ich umgreifen, um das Gerät entsperren zu können. Das hätte man wirklich in der Tat etwas besser lösen können, nämlich genau so, dass man die Buttons und natürlich auch den Fingerabdrucksensor etwas nach unten gezogen hat. Wir reden hier von Abmessungen von 173 mm in der Höhe, also wirklich richtig groß, 88 mm in der Breite. Dafür ist die Dicke mit 7,5 mm noch relativ dünn und angenehm dünn. Wir haben ein Gewicht von 200 Gramm und auch das ist natürlich merkbar. Andere Geräte aus dem High-End-Bereich wiegen vielleicht zu 150, 160 Gramm. Von daher, ja, eben etwas größer, etwas schwerer alles, auch von der Ergonomie hinsichtlich der Platzierung der Power-Button bzw. der Buttons insgesamt relativ ungewohnt. Lasst uns ganz kurz über die technischen Daten sprechen, aber auch nur rudimentär, das heißt in der Basis. Wir haben hier einen Snapdragon 652 an Bord, das ist ein typischer Mittelklasse-Prozessor. Wir haben 3 GB Arbeitsspeicher, 32 GB internen Speicher, der nochmals erweiterbar ist, das habe ich ja eben schon erwähnt. Bluetooth 4.2 LTE, aber auch wie hier oder wie bei vielen anderen chinesischen Geräten nicht mit LTE-Band
Autobahn 20. Das heißt, im ländlichen Bereich, im O2-Netz zum Beispiel, könnt ihr dieses Gerät mit LTE nicht nutzen. Dafür wieder im städtischen Bereich. Wer generell auf LTE verzichten kann, wer nur im HSDPA bzw. HSDPA Plus oder GPRS irgendwie funken und surfen will, der kann sich natürlich das Mi Max etwas genauer anschauen. Wir haben dann noch WLAN AC dabei. Das finde ich wirklich sehr gut, vor allem für diesen Preisbereich von 220 Euro. Von daher ist das wirklich absolut top. Die Leistung und auch die subjektive Performance, die stimmt bei dem Gerät. Also man darf natürlich hier kein extremes Wunder erwarten, dass man mit diesem Gerät genauso gute Leistungen erfährt wie zum Beispiel mit einem Galaxy S8 oder einem Oberklasse-Smartphone wie dem OnePlus 3. Allerdings, ihr könnt das auch hier sehen, die Benchmarks sind vollkommen in Ordnung für diesen Preisbereich. 80.000 Punkte haben wir hier im AnTuTu-Benchmark. Wir haben 1.400 Punkte im Single-Core-Score des Geekbench 4 beziehungsweise 2.800 Punkte im Multicore-Score. Und wir haben hier, muss ich mal etwas größer gehen, 20.266 Punkte im Quadrant-Benchmark, von daher auch vollkommen in Ordnung. Über die Buttons im unteren Bereich, nämlich hier unterhalb des Displays, habe ich eben schon mal ganz kurz gesprochen. Wir haben links den Multitasking-Button, das heißt, hier kann ich zwischen den einzelnen geöffneten Apps hin und her springen und kann die natürlich auch hier entsprechend schließen. Das funktioniert ohne Probleme. Den Home-Button in der Mitte und den Zurück-Button auf der rechten Seite. Die haben ein Vibrationsfeedback, fühlt sich eigentlich relativ gut an. Von daher kann ich dort hinsichtlich dieser Sache wirklich voll zufrieden sein. Der Akku hier in diesem Gerät hat 4850 mAh. Das bedeutet natürlich auch, dass ihr hier wirklich sehr hohe Laufzeiten erwarten könnt, nämlich von ungefähr bis zu 2,5 Tagen für wenig Nutzer. Für viele Nutzer sind immer noch 1,5 Tage drin. Ich hatte Display-On-Time von ungefähr 7 bis 8 Stunden. Das ist wirklich ein richtig guter Wert und es gibt wirklich selten Smartphones, die so lange durchhalten bzw. eine so gute Display-On-Time erreichen. Von daher war ich wirklich absolut überrascht davon bzw. beeindruckt, wie lange das Mi Max auch letztendlich durchgehalten hat. Von daher im Bereich Performance würde ich dem Gerät eine gut bis zu befriedigende Note geben, im Bereich der Akkulaufzeit ein sehr gut bis ein gut. Wenn wir schon von Performance sprechen und Akkulaufzeiten, dann können wir uns auch einmal die Gaming-Performance anschauen. Ich starte jetzt einfach mal Modern Combat 5. Wir gehen mal ganz kurz in das Spiel rein. Wir schauen uns auch an, wie schnell die Ladezeiten an sich sind. Ich kann aber vorwegnehmen, dass ich mit keinem Spiel, ich habe hier CSR 2 Racing, Asphalt 8 habe ich installiert und Modern Combat 5 war ich durchaus zufrieden. Ich melde mich gerade an und es kann jetzt irgendwann mal losgehen, nachdem ich dann auch ein paar Waffen ausgesucht habe, um dann auch die Mission zu starten. Und irgendwann müsste es mal anfangen. Ihr seht das momentan. Es sind viele meiner Charaktere hier gesperrt. Und ihr seht das, ich bin in einer Kampagne. Von daher dauert das momentan etwas länger, bis ich hier wirklich starten kann. Aber das sollte wirklich die nächsten Sekunden anfangen. Und hiermit gehe ich wieder ins Menü zurück. Etwas Gelaber noch. Und dann fangen wir einfach mal an und schauen uns einfach mal die Gaming-Performance an hier bei Modern Combat 5, was ja schon relativ viel Leistung von einem Smartphone fordert. Und ihr seht auch hier die Ladegeschwindigkeit durchaus in Ordnung, bis man dann wirklich im Spiel ist. Und damit kann ich auch schon anfangen. Natürlich hat man nicht genau diese oder diese hohe Spieleperformance wie auf einem Galaxy S8, wie auf einem LG G6 oder auch auf Oberklasse-Smartphones. Ab und an kommt es mal zu leichten Rucklern, wobei ich sagen muss, dass das absolut vertretbar ist. Also dahin habe ich keine Probleme gesehen. Das ist wirklich durchaus in Ordnung. Von daher finde ich das gut und ihr seht es, das hat nicht funktioniert mit dieser Mission und ich breche das einfach mal hier ab. Aber ihr habt gesehen, das ist generell kein Problem, hier irgendwas zu spielen. CSR 2 Racing funktioniert auch ohne Probleme. Da starte ich auch nochmal ganz kurz, vielleicht können wir da etwas näher reinschauen. Aber im Grunde genommen ist das wirklich überhaupt kein Problem, hier irgendwelche Spiele auf dem Xiaomi Mi Max der ersten Generation auszuführen. Vor allem, weil man natürlich auch dieses riesengroße Display hat mit 6,44 Zoll. Ihr seht es aber auch hier, die Ladezeiten sind hier etwas länger. Wenn man dann selbst mal in dem Spiel drin ist, funktioniert das aber alles relativ
relativ flüssig und relativ schnell. Auf der Rückseite hat man natürlich auch so eine kleine Wärmeentwicklung. Das wird jetzt nicht unendlich warm. Allerdings merkt man schon, dass der Prozessor hier etwas gefordert wird, vor allem bei Spielen, die sehr viele 3D-Effekte haben bzw. 3D-Berechnungen ausführen müssen. Ja, ihr seht das hier, hier dauert es mit den Ladezeiten etwas länger oder sogar etwas länger als eben bei Modern Combat 5. Wenn wir vom Display sprechen, also von diesem riesengroßen Display 6,44 Zoll, wollen wir natürlich auch darüber sprechen, wie die Helligkeit ist, wie die Blickwinkel sind, beziehungsweise die Farbdarstellung. Blickwinkel finde ich gut bis befriedigend, wobei ich sagen muss, dass mir die Blickwinkel in diesem Bereich, in diesem vertikalen Bereich, das heißt, wenn man das Display aus dieser Richtung anschaut, die Helligkeit ist jetzt momentan nicht ganz nach oben geschraubt, aufgrund dessen, dass ich das ansonsten mit der Kamera schlechter einfangen kann. Diese Blickwinkel finde ich besser als diese Blickwinkel. Ich hoffe, das kommt etwas besser rüber. Generell kann man aber wirklich durchaus zufrieden sein bei diesem Display-Panel. Wir haben 1920 x 1080 Pixel, das heißt eine Auflösung in Full HD, 342 Pixel pro Zoll. Das ist auch immer noch gut, immer noch Retina-Standard oder oberhalb des Retina-Standard. Die Farben sind relativ ordentlich. Man hat auch die Möglichkeit, natürlich diese Farben in den Einstellungen noch etwas anzupassen. Dafür gehe ich auf Display, gehe auf Farben und Kontrast. Und hier finde ich drei verschiedene Punkte, nämlich eine warme, eine kalte Kalibrierung. Das wäre jetzt die warme Kalibrierung, die neutrale Kalibrierung und natürlich also Standardkalibrierung und auch noch eine, wenn es denn mal funktioniert, und natürlich auch noch eine etwas kältere Kalibrierung, die das Gerät dann etwas, funktioniert momentan nicht, die das Gerät dann etwas ja, blauer erscheinen lässt. Ich glaube aber hier, dieser automatische Kontrast ist für mich von der Kalibrierung, von der Farbkalibrierung immer noch das, was mir am meisten zusagt. Ich sehe das, jetzt funktioniert es. Dieser automatische Kontrast ist wirklich das, was mir momentan noch am meisten zusagt. Von daher würde ich das auch in den Standardeinstellungen einfach so lassen. Die Helligkeit ist gut, allerdings spiegelt das Display etwas, wenn man es unter direkter Sonneneinstrahlung anschaut. Von daher im Außenbereich nicht unbedingt optimal ablesbar. Und ihr seht auch, rund um das Display sieht man noch so einen kleinen schwarzen Balken bzw. Rahmen. Also wir haben hier kein Edge-to-Edge-Display, wie das vielleicht bei schwarzen Hintergründen oder dunklen Hintergründen suggeriert wird. Man hat hier rund um das Display laufen eben, wie gesagt, diesen schwarzen Rahmen. Wir haben noch drei Besonderheiten hinsichtlich des Displays, nämlich zum einen den sogenannten Lesemodus, ein Blaulichtfilter. Wenn ihr nämlich ungefähr oder wenn ihr abends zu Bett geht, um eben Bücher zu lesen, E-Books zu lesen, ist das natürlich eine Empfehlung, den Blaulichtfilter einzuschalten. Habt hier die Möglichkeit auch zu sagen, okay, ich möchte die Intensität des Blaulichtfilters etwas verändern. Und ich frage mich gerade, warum das hier nicht unbedingt immer so gut funktioniert. Ihr seht, das ist auch mit einer kleinen Latenz, mit einer leichten Verzögerung versehen. Den Blaulichtfilter kann man natürlich aktivieren. Das Display filtert diese blauen Lichtanteile. Es wird etwas wärmer kalibriert, natürlich für die Augen etwas schonender. Wenn ich dann hier zurückgehe, seht ihr noch, hier unten im unteren Bereich habe ich die Möglichkeit, eine Double-Tap-to-Wake-Funktion zu aktivieren. Das heißt, wenn ich zweimal auf das Display tippe, wird es aktiviert. Funktioniert aber nicht bei Double Tap to Sleep, nenne ich es einfach mal, oder Tap to Sleep. Das funktioniert eben nicht. Einfach nur, wenn das Gerät im Sperrbildschirm ist, dann kann ich das antippen, dann funktioniert das Ganze auch. Ich entsperre das Ganze mal. Wir gehen nochmals in die Einstellungen und ihr habt eben ja auch meine Ausführungen dahingehend gehört, dass es wirklich schwierig ist, dieses Display mit einer Hand zu bedienen. Und da gibt es den sogenannten Einhandmodus. Und den rufe ich hier mal auf. Und ihr seht, ihr habt hier die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte das Display in verschiedenen Größen angezeigt zu bekommen. Einmal im 4,5 Zoll, im 4 Zoll bzw. 3,5 Zoll Format, dann wird das Display kleiner gezogen. Ihr seht es in dieser kleinen Animation. Es geht nach unten und ihr habt dann wirklich perfekt die Möglichkeit, das Display auch mit dem Daumen hier im unteren Bereich zu bewegen bzw. auszuführen. Wie gesagt, Display-Helligkeit könnte etwas höher sein, im Außenbereich manchmal etwas schwieriger ablesbar, die Blickwinkel sind okay, vor allem im vertikalen Bereich. Farben sind auch absolut in Ordnung, ihr habt die Möglichkeit, Temperatur und Kontrast einzustellen, von daher ist das wirklich alles im ja, sehr guten bzw. guten Bereich. Und damit gehen wir mal auf die Kamera über, die hier auf der Rückseite sitzt, 16 Megapixel besitzt. Wir haben hier einen Dual-LED-Blitz, keine optische Bildstabilisierung, benötigt man aber auch in diesem Bereich nicht, beziehungsweise in diesem Fall nicht, wenn wir hier von einem Smartphone von 220 Euro sprechen. Und schauen uns einfach mal drei, vier Bilder an, die ich mit diesem Gerät geschossen habe. Das ist alles im Innenraum entstanden, das heißt Indoor, ein Blumenstrauß. Man sieht sehr, sehr viele Details, also die Farb- oder Bildqualität
Bei guten Lichtbedingungen ist wirklich erstaunlich gut. Wir haben einen sehr hohen Dynamikumfang. Wir haben sogar eine HDR-Auto-Funktion dabei, was man bei einigen Geräten, wie zum Beispiel bei Huawei-Smartphones, auch im oberen Preissegment überhaupt nicht findet. Die Farben wirken meiner Meinung nach etwas zu kräftig. Die könnten etwas natürlicher sein, etwas blasser sein, aber ansonsten, wie gesagt, bei guten Lichtbedingungen kommen sehr viele Details zum Vorschein. Man sieht eine sehr schöne Schärfe, man sieht einen hohen Dynamikumfang, was allerdings dann bei schlechtem Licht auch etwas oder sehr schnell umschlägt. Ihr seht das zum Beispiel hier im Treppenhaus fotografiert, auch bei Tageslicht. Allerdings sieht man hier auch schon ganz schnell Bildrauschen, was hinzukommt. Diese Fenster fransen aus, die Bilder werden relativ schnell dunkel. Von daher ist das nicht wirklich so optimal für gutes Licht, aber absolut empfehlenswert, diese Kamera, die wie gesagt auf der Rückseite leider nicht mit einem optischen Bildstabilisator versehen ist. Wir gehen ganz kurz in die Kameraoberfläche. Ihr seht das hier unten. Ganz links habe ich die Möglichkeit, verschiedene Filter zu aktivieren. Auf der rechten Seite kann ich auf die Frontkamera springen. Ihr seht mich hier. Hallo. Dann habe ich hier, wenn ich wieder zurückgehe, die Modi in der Mitte sitzen, wo ich unter anderem Panorama habe. Ich habe Timer, Ton, manuell. Ich kann alles Mögliche auswählen und ich kann natürlich auch hier in die Einstellung gehen, in die weiteren Einstellungen und natürlich die Feinheiten bei Aufnahmen einzustellen, um mir verschiedene Settings anzuschauen, beziehungsweise auch hier Rasterlinien in dieses Bild einblenden zu lassen, damit ich hier zum Beispiel auch eine bessere Orientierung habe, wenn ich zum Beispiel mein Foto an Objekten ausrichten will. Gehen wir ganz kurz hier mal auf die Auslösegeschwindigkeit ein. Ihr seht das, ich drücke das und es dauert etwas länger. Also es ist noch in Ordnung. Allerdings geht das auch nicht ganz so schnell, wie ich mir das vielleicht erwünschen würde. Von daher befriedigend. Aber generell ist die Kamera doch gut für dieses 220-Euro-Smartphone. Die Oberfläche ist leider noch Android 6, soweit ich mich erinnern kann. Dazu gehe ich mal ganz kurz auf über das Telefon, auf Android-Version 6.0.1. Das heißt, wir haben hier noch Marshmallow, kein Nougat. Xiaomi überzieht das natürlich mit der eigenen, wieder mit der eigenen Oberfläche. Das heißt, wir haben von Haus aus erstmal keinen App-Drawer dabei, kein zentrales Installationsverzeichnis, wo ich all die installierten Apps auffinde, sondern alle installierten Apps werden direkt auf den Homescreens abgelegt. Wisch von oben nach unten, öffnet mir natürlich hier die Benachrichtigungsleiste. Das heißt, hier sehe ich alle meine eingegangenen Benachrichtigungen, kann die rauslöschen, sehe hier auch meine Shortcuts, um zum Beispiel WLAN zu aktivieren, zu deaktivieren. Ich kann meine mobilen Daten aktivieren, deaktivieren. Das ist natürlich genau so, wie ich das auch von anderen Smartphones kenne. Die Einstellungen sind wie bei Xiaomi üblich sehr, sehr aufgeräumt. Das heißt, man hat verschiedene Bereiche untergliedert, zum Beispiel hier ein Netzwerk, beziehungsweise hier auch in persönlich, wo ich Display-Einstellungen vornehmen kann, bis nach ganz unten über das Telefon, wo ich letztendlich auch Systemaktualisierung durchführen kann. Ich sehe das Ganze auch, die Performance ist wirklich durchaus gut auf dem Gerät. Wie gesagt, Snapdragon 652, feuere das Xiaomi Mi Max an, von daher durchaus zufrieden. Endnote würde ich sagen, eine 3+. Es gibt positive Sachen, es gibt negative Sachen. Verarbeitungsqualität hätte ich mir etwas besser gewünscht. Kamera bei Lowlight etwas besser gewünscht. Performance ist im guten bis befriedigenden Bereich. Ab und zu merkt man dann doch, dass der 652 Probleme hat. Vor allem, wenn es darum geht, und das habt ihr zum Beispiel bei CSR Racing 2 gesehen, wenn Spiele geladen werden, dann dauert das etwas länger. Positiv allerdings ist natürlich generell die Displaygröße. Das funktioniert ohne Probleme, das sieht alles wirklich sehr gut aus. Ich denke auch, die Pixeldichte geht noch in Ordnung mit 324 ppi. Blickwinkel relativ gut, Helligkeit könnte etwas höher sein. Erstaunlich gut ist wirklich die Hauptkamera, vor allem bei Tageslicht. Und was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Aufgelegt, entsperrt, aufgelegt, aufgelegt, entsperrt, aufgelegt, entsperrt. Das ist in Ordnung. Also nicht der schnellste, aber durchaus in Ordnung. Und ich muss auch sagen, definitiv besser als zum Beispiel im Samsung Galaxy S8. Von daher kann man damit schon durchaus zufrieden sein. Wenn ihr auf der Suche seid nach einem günstigen Mittelklasse-Smartphone, was extrem groß ist, was eine sehr gute Akkulaufzeit hat, eine durchschnittliche Performance, eine gute Kamera bei gutem Licht, dann schaut euch auf jeden Fall mal das Xiaomi Mi Max der ersten Generation an. Ist wirklich momentan sehr günstig, zumal der Nachfolger auch gerade erst vorgestellt wurde. Ihr habt aber auch natürlich die Möglichkeit, wie ich das im Intro schon erwähnt habe, dieses Xiaomi Mi Max zu gewinnen. Von daher hinterlasst einfach mal einen Kommentar unterhalb dieses Videos, warum ihr dieses Gerät gewinnen möchtet. Ich habe das wirklich nur zu meinen Testzwecken benötigt bzw. genutzt, hat wirklich sehr, sehr wenige Betriebsstunden, wenn man das so sagen kann. Ist also absolut neuwertig, wird mit dem Zubehör geliefert, inklusive Adapter.
dass das in Deutschland ohne Probleme nutzbar ist. Hinterlasst mir einfach einen Kommentar, warum ihr dieses Gerät gewinnen möchtet, beziehungsweise was euch am Xiaomi Mi Max der ersten Generation so gut gefällt. Die detaillierten Teilnahmebedingungen sind nochmal unten im Video verlinkt. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video auch einen Daumen nach oben gebt. Von daher würde ich mich freuen, euch auch in den nächsten Videos begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut und ciao!